Warum wollte ich das unbedingt probieren? Hey, yo, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder einen Süßigkeiten-Neuheitentest. Ich habe mir diese Box hier bestellt. Die ist jetzt relativ klein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen größer wäre. That's what she said. Auf jeden Fall sind hier eben Neuheiten aus diesem Monat, also Februar 2020, sind hier drin. Ich hatte so eine Box ja schon mal, die war glaube ich Juli. Ich glaube Juli war es 2019 gewesen. Da war ich ja ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie auch so Haferflocken drin waren. Das ist ja eigentlich eine Süßigkeitenbox. Wir schauen jetzt mal, was hier drin ist. Weil ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem Test. Und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wie immer beginne ich hier schön mit meinem Ich sag immer Messer, das ist eine Schere, Jans. Spaß, also mit der Schere, das Ganze hier zu öffnen. Ich weiß auch hier, wie meistens bei diesen Boxen, nicht was drin ist. Wir lassen uns mal gemeinsam überraschen. Diesmal hat gar nicht dieses große Papier dabei, was da sonst immer dabei ist. Als allererstes haben wir hier eine Klacke. Ich kann keinen Satz gerade aussprechen, ey. Schlimm. Als erstes haben wir auf jeden Fall eine kleine... Ich kann wirklich keinen Satz gerade aussprechen. Auf jeden Fall haben wir hier zuerst eine kleine Packung Haribo Duos. Duos Fruity. Die sehen aus wie diese Picoballa, glaube ich, heißen die. Und das ist jetzt, glaube ich, das gleiche, nur in Größe. Wir probieren es einfach mal. Ich nehme mal hier so ein rotes. Ja, das sind die Picoballa, einfach in groß. Das ist eine absolute Frechheit. Nichts anderes, ist wirklich Picoballa, einfach in groß. Unnötig, meiner Meinung nach. Unnötig. Auch hierfür gebe ich Sterne, wie immer, einen Stern für nicht so gut, 10 Sterne für richtig gut. Und hier sage ich jetzt mal, ja, ich gebe mal 5 Sterne. Ist jetzt nichts Besonderes, ich finde es halt ein bisschen schade, dass eigentlich ein Produkt ist, was einfach ein bisschen größer ist als ein Produkt, was wir sowieso schon haben. So, weiter geht mit einer weiteren sehr bekannten Marke, und zwar Rittersport. Und Rittersport Cashew, geröstet und gesalzt. Für alle, die schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, ich mag eigentlich keine Nüsse. Cashewkerne sind ja eigentlich auch Nüsse. Nein, doch. Aber Cashewkerne ist eine der wenigen Nüsse, wo ich sagen muss, der geht sogar. Auf jeden Fall ist der jetzt hier ein Rittersport, und wir probieren natürlich auch ein Stück davon. Ein schönes großes Stück Schokolade. Rittersport Cashew, besser als gedacht, schmeckt aber schon ähnlich wie Haselnuss oder sowas. Ist einfach Nussschokolade. Aber ganz lecker, weil es eben besser ist als gedacht, gibt es hier für 7 Sterne. Jetzt habe ich hier Fisherman's Friend Chocolate Mint. Man kommt jetzt immer, wenn man Schokolade und Minze hört, auf After Eight zu sprechen. Ob das jetzt hier so schmeckt, weiß ich nicht, weil Fisherman's Friend doch meistens relativ starke Minze hat. Und ist auch zuckerfrei, finde ich sehr gut. Oh ja, starker Minzgeschmack. Sehen erstmal so wie ganz normale Pastillen eben aus. Sind ja eigentlich auch Pastillen. Also diesen Fisherman's Friend, man schmeckt wenig Schokolade. Also schmeckt wirklich fast nur nach der Minze. Was beim Fisherman's Friend jetzt auch nicht überragend ist. Ganz leicht kann man die Schokolade vielleicht rausschmecken. Aber es schmeckt fast nur nach Minze. Also Schokoladegeschmack ist da wenig dabei. Obwohl sie Chocolate Mint heißen. Ja, ist jetzt nicht scheiße, es war eigentlich nur eine Minzpastille. Mit einem ganz leichten Hauch, wirklich ganz leicht. Und Schokolade. Deswegen kann ich eigentlich nur 5 Sterne geben. Es ist nicht cool, es ist aber auch nicht scheiße. Oh, jetzt sehe ich hier noch ein paar etwas größere Packungen. Ich frage mich, wie sie die hier reingemacht haben, weil diese Kiste, wie gesagt, ist relativ klein. So, wir haben hier Krokski, made in Italy. Ich weiß nicht, was es ist. Hier steht, knuspriger Käsesnack im Ofen gebacken. Oh, Käse. Ich liebe ja Käse. Da freue ich mich jetzt drauf. Boah, es riecht original richtig guter Käse. So, ein kleiner Cracker hier. Der sieht auch aus wie Käse. Boah, geil. Nice! Geil. Knuspriger Snack aus reifem Hartkäse mit Trüffel. Das ist absolut geil. Das schmeckt nicht nur nach Käse, was ja schon geil ist, sondern auch dieser Trüffelgeschmack dabei. Und ich wusste nicht, dass Trüffel so geil schmeckt. Ich habe so selten in meinem Leben Trüffel gegessen. Aber das zusammen in der Kombination, diese Parmesankäse soll das ja, glaube ich, darstellen mit Trüffel, ist absolut geil. 10 Sterne hierfür. Also auch wenn ihr jetzt Käse vielleicht gar nicht so gerne mögt, könnte das trotzdem was für euch sein. Es schmeckt schon käsig. Aber dieser Trüffelgeschmack gibt dem Ganzen noch so einen ganz anderen Touch, der aber geil ist. Also 10 Sterne dafür auf jeden Fall. Wow, geil. Weiter haben wir hier Thin Crisps
Snacks. Sour Cream and Onion. Das sieht aus wie Knäckebrot. Ein Sour Cream and Onion Geschmack. Ich glaube, was anderes ist das auch nicht. Ah ja. Sie haben 60% weniger Fett als normale Kartoffelchips. Hier. Vollkorn Rocket Chips mit Sauerrahm und Zwiebelaroma. Vollkorn Rocket Chips. Klingt auch wieder sehr gesund. Wir probieren es mal. Sind so kleine Dreiecke, sieht dann mehr aus wie Tortilla Chips. Eigentlich gar nicht schlecht. Schmecken eigentlich geil. Hätte ich das nicht erwartet. Die schmecken echt gut. Also diese Thin Crisp Sour Cream and Onion schmecken geil. Also ich finde, sie schmecken eigentlich genauso wie normale Chips. Mit diesem Sour Cream and Onion, was hier auch mega gut rauskommt. 9 Sterne hierfür. Ich bin hier echt überrascht und auch sehr erfreut. Jetzt haben wir hier richtig geile Sachen dabei. Ein 10er schon, ein 9er. Kommt nicht oft vor. Geil. So, dann haben wir hier, wie es aussieht, weiterhin Chips. Barbecue Chicken Maniok Chips. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Keine Ahnung, Casanovas. The Irresistible Taste. Kettle Cook Cassava Chips African Style. Sagt mir jetzt gar nichts, kenne ich überhaupt nicht. Bei Barbecue Geschmack Chicken klingt eigentlich nicht schlecht. Probieren wir mal. Erstmal aus so ein bisschen wie Chips, aber auch nicht ganz so. Ich kenne den Geschmack. Ich weiß nur nicht woher. Aber ich kenne den Geschmack. Also er ist nicht scheiße jetzt. Schon ganz lecker. Barbecue Chicken. Ja, weiß ich nicht. Würde es nicht draufstehen, würde ich jetzt nicht drauf kommen, dass Barbecue Chicken ist. Und ich finde auch, dass es relativ schwach so im Geschmack ist. Gerade wenn man jetzt vorher diesen Käse hatte oder die Sour Cream and Onion Dinge, ist das ein echt schwacher Geschmack dagegen. Also es ist nicht schlecht jetzt, ja, aber auch nicht so meins. Ich würde jetzt mal hier, ich gebe mal 6 Sterne. Ist jetzt nicht geil, aber auch überhaupt nicht scheiße. Hier gibt es noch mehr Sorten. Funky Fried Noodles, Hot and Spicy, Salt and Pepper. Hot and Spicy hätte ich lieber gehabt. Aber ja. Wie gesagt, 6 Sterne hierfür. Dann sind wir schon fast am Ende. 2 Sachen haben wir noch. Einmal Schoketten Skyr. Hier steht jetzt edel Vollmilchschokolade mit Frischkäse-Creme-Füllung. Mit Skyr-Geschmack. Klingt sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Käse mit Frischkäse. Käse mit Frischkäse. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Schokolade mit Frischkäse. Stelle ich mir eigentlich echt interessant oder auch beziehungsweise lecker vor. Schoketten so an sich kenne ich, die ganz normalen eben. Und jetzt haben wir hier eben mit Frischkäse. Sorte des Jahres. Ein Schokettenstück. Gut, ich meine, es war zu erwarten bei Schoketten jetzt mit Frischkäse. Zubereitung, das ähnlich schmeckt wie mit Joghurt. War aber eigentlich auch zu erwarten, ich meine Frischkäse, Joghurt, so arg viele Unterschiede gibt es da dann nicht. Und deswegen schmeckt es auch so, ja, ist jetzt auch nicht scheiße, also ich gebe mal 6 Sterne dafür. Aber besonders toll ist es jetzt auch nicht. Schmeckt wirklich sehr ähnlich, wie wenn du es mit Joghurtfüllung hast. Und nun kommt das letzte. Was ist das denn? Sarotti kenne ich schon mal, eine sehr bekannte Marke. Tiamo feinste Trüffel Kaffeetraum. 3 Sorten ohne Alkohol. Also sind jetzt anscheinend Pralinen mit Trüffelfüllung. Ich habe ja jetzt hier Trüffel eine sehr positive Meinung, gerade nach diesen Käsechips. Da steht auch nur Pralinenmischung. Machen wir es einfach mal auf. Ich werde jetzt mal eins probieren, wenn es gut schmeckt, die anderen beiden auch noch, wenn nicht, belassen wir es bei einem. Wir haben die Sorte Cappuccino hier, Haselnuss Mokka und Karamell Macchiato. Das heißt, das sind alles 3 Kaffeesorten. Ich mag keinen Kaffee, aber ich werde mal eins für euch probieren. Und ich entscheide mich für Karamell Macchiato. Ist dann hier so ein Ball. Warum wollte ich das unbedingt probieren? Ich kann mir vorstellen, dass Kaffeetrinker es mögen. Nicht-Kaffeetrinker, so wie ich, mögen es nicht. War zu erwarten. Also ist nicht mein Geschmack. Ich gebe jetzt mal 2 Sterne. Aber ich kann es nicht wirklich bewerten, weil ich immer keinen Kaffee mag. Das waren jetzt die ganzen Produkte, die in dieser Neuheitenbox sind. Das sind echt coole Neuheiten dabei. Gerade diese Käsechips, bin ich wirklich immer noch begeistert davon. Diesmal habe ich diese Box nicht enttäuscht. Das letzte Mal, wo ich diese Neuheitenbox getestet habe, war ich echt ein bisschen enttäuscht. Diesmal bin ich froh. Das sind echt coole Sachen dabei. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video auch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es auch gerne mit einem Daumen nach oben. Und da bleibt noch nichts mehr zu sagen, außer vielen Jungs zu sehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.